Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Alex, heute in einer weiteren Gemeinschaftsproduktion mit Wulpedia. Und ich möchte euch heute von Anfang bis Ende zeigen, wie man das Ornamentustuch arbeiten kann. Und dieses Mal mit einem Verlaufsbobbel, den haben Julia und Chris mir gewickelt, aus Modal. Das ist vierfädiges Modal mit einem silbernen Glitzerfaden in den Farben Flanell, Cyclam und Grau. Und der ist vierfädig, hat 750 Meter Lauflänge und er heißt Wolleule. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht dann später vielleicht eben noch eine Schere und zum Vernähen eine Wollnadel, aber das machen wir erst ganz zum Schluss. Verarbeiten werde ich jetzt das vierfache Modal auch mit einem vierer Haken. Ich finde, das geht ganz gut auf. Ja, und dann können wir loslegen. Und zwar fangen wir an mit einem magischen Ring. Den legen wir uns einmal hier so um unsere Finger und machen einen großen Kreis. Und legen unseren Arbeitsfaden einmal von unten hier durch, bis wir eine Schlaufe haben. In die Schlaufe kommt unser Haken rein. Und wir machen jetzt erstmal als allererstes vier Luftmaschen. Einfach den Faden über den Haken und durchziehen. Vier Luftmaschen. Jetzt werden wir in den Ring hinein zwei Stäbchen arbeiten. Dazu machen wir einen Umschlag um den Haken und gehen hier einmal durch den Kreis durch und holen uns den Faden. Machen einen weiteren Umschlag und maschen zwei Laschen zusammen ab und nochmal zwei. Und das zweite Stäbchen. Ich habe drei Laschen auf dem Haken, mache einen Umschlag, masche zwei Laschen zusammen ab und nochmal zwei. Jetzt brauchen wir eine Luftmasche und wieder zwei Stäbchen. Eins und zwei machen wieder eine Luftmasche und nochmal zwei Stäbchen. So, eins und zwei, nochmal eine Luftmasche und ein letztes Stäbchen. Jetzt nehmen wir uns hier den Anfangsfaden und ziehen das Ganze schon mal ein bisschen zu, hier diese Schlinge, den magischen Ring, gucken, dass das alles auf einer Seite bleibt. Und dann ist das hier unser Anfang. Und im Gegensatz zu einem dreieckigen Tuch, wo wir immer eine Zunahmestelle in der Mitte haben, haben wir das bei diesem Tuch nicht, weil wir wollen ja eben keine Spitze haben, sondern wir wollen einen Bogen haben. Deswegen haben wir hier, wo die Luftmaschen sind, da werden wir unsere Zunahmen machen und immer konsequent am Anfang und am Ende jeder Reihe. Und eben an diesen Stellen. Die werden im Laufe des Tuches sogar weniger werden, weil es dann einfach durch das Muster nicht mehr nötig ist. Aber hier sind auf jeden Fall unsere Zunahmestellen. Ja, dann kann es weitergehen mit der nächsten Reihe. Und der Reihenanfang und das Reihenende ist immer bei diesem geometrischen Part immer gleich. Wir werden immer am Anfang vier Luftmaschen machen. Und dann drehen wir uns unsere Arbeit um. Und wir haben ja hier in der Vorrunde, hatten wir vor dem letzten Stäbchen eine Luftmasche gemacht. Und um die Luftmasche machen wir uns jetzt zwei Stäbchen. Eins und zwei. Jetzt kommen zwei Stäbchen, da machen wir auch ganz normal Stäbchen oben drauf.
Und jetzt sind wir hier an einer Luftmasche angelangt. Da machen wir eine Zunahme. Um die Luftmasche drumherum kommt ein Stäbchen. Eine Luftmasche und nochmal ein Stäbchen. Alles um die gleiche Stelle drumherum. Jetzt kommen wieder zwei Stäbchen, da machen wir auch nur Stäbchen drauf. Wieder die Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen drumherum. Dann kommen wieder zwei Stäbchen. Dann sind wir auch schon gleich am Reihenende. Und hier sind wir bei unseren Wendeluftmaschen plus diese eine Luftmasche. Also es sind drei Wendeluftmaschen gewesen plus die eine Luftmasche, die wir als vierte gearbeitet haben. Das ist sozusagen das Gegenstück zu dem Stäbchen und der Luftmasche, die wir hier hatten. Also auch hier um die Luftmasche drumherum zwei Stäbchen arbeiten. Eine Luftmasche. Und noch ein Stäbchen. Ja, so sieht das jetzt aus. Wir werden jetzt, damit wir auch wirklich eine runde Form bekommen, immer im Wechsel eine Reihe Stäbchen machen, eine Reihe mit Lochmuster, also Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, dann wieder eine Reihe Stäbchen obendrauf und dann das Lochmuster nochmal. Und dann funktioniert das auch wirklich sehr gut mit dieser Biegung. Dazu machen wir uns erst wieder drei Wendeluftmaschen plus eben die eine, die wir später für die Zunahmestelle brauchen. Also vier Luftmaschen, Arbeit wenden und um unsere Luftmasche hier unten drum herum wieder zwei Stäbchen arbeiten. Jetzt machen wir bis zur Zunahmestelle immer im Wechsel eine Luftmasche. Dafür überspringen wir hier unten eine Masche und gehen in die nächste mit einem Stäbchen hinein, dass wir hier ein Loch haben. Jetzt wieder eine Luftmasche, eine Masche überspringen, Stäbchen in die nächste. Machen wir wieder eine Luftmasche und jetzt überspringen wir diese Stäbchen und landen an der Zunahmestelle und da machen wir unsere Zunahme wie gewohnt. Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen um die Luftmasche drumherum. Ups, natürlich den Faden mitnehmen. Jetzt haben wir hier zwischen diesen beiden Zunahmestellen haben wir vier Stäbchen. Das geht mit dem Überspringen nicht auf. Deswegen werden wir hier an der Stelle in jedes Stäbchen auch ein Stäbchen arbeiten. Vier Stück insgesamt. Und machen an der Zunahmestelle wieder Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Jetzt kommt wieder eine Luftmasche, ein Stäbchen wird übersprungen, Stäbchen in die nächste Masche, eine Luftmasche. Eine Masche überspringen, Stäbchen in die nächste Masche und dann jetzt wie am Anfang
Nochmal eine Luftmasche. Wir überspringen hier diese Stäbchen und machen an unsere Zunahmestelle wieder zwei Stäbchen. Eine Luftmasche und noch ein Stäbchen als Abschluss. Und dann sieht das jetzt so aus. Na, und jetzt sieht man schon, wie schön rund das Ganze ist. Und da kommt jetzt noch mal eine Reihe Stäbchen oben drauf. Das System bleibt jetzt immer das gleiche. Wir machen vier Luftmaschen, drei zum Wenden plus eine für die Zunahmestelle. Drehen die Arbeit um, machen hier zwei Stäbchen drumherum. Jetzt arbeiten wir, egal ob es Stäbchen sind oder Luftmaschen, erstmal auf jede Masche eine Masche oben drauf. Und um die Luftmasche mache ich das Stäbchen drumherum. Das sieht einfach ein bisschen schöner aus, sauberer aus. Hier wieder um die Luftmasche drumherum. Durch Stäbchen durch. Nochmal um die Luftmasche. Hier ist unsere Zunahmestelle. Da machen wir in das Stäbchen noch ein Stäbchen hinein. Und um die Luftmasche wieder eine Zunahme mit Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Jetzt kommt auch hier wieder an der oberen Kante auf jedes Stäbchen ein Stäbchen drauf, bis zur nächsten Zunahmestelle. Da ist die Zunahme, da machen wir wieder Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Und jetzt bis zum Reihenende wieder auf jede Masche auch ein Stäbchen oben drauf. Ich wickel übrigens den Farbverlaufsbobbel von außen ab. Einfach vorsichtshalber wegen des Glitzerfadens, weil der ja relativ starr ist und das Modal ist ein bisschen elastischer. Und damit sich nichts verheddert, wickel ich den Bobbel von außen ab und das hat bisher jetzt überhaupt gar keine Schwierigkeiten gemacht in irgendeiner Form, dass da die Fäden irgendwie ungleich waren oder so. Das läuft gut mit. So, Reihenende erreicht. Jetzt machen wir wieder unsere Zunahmen mit zwei Stäbchen. Eine Luftmasche und ein letztes Stäbchen. Und dann sieht das Ganze mittlerweile so aus. Jetzt haben wir hier an der Zunahmestelle so eine ganz leichte Ecke und wir werden in der nächsten Reihe, wo wir wieder im Wechsel Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen machen, werden wir hier mal keine Zunahme machen, damit das Ganze wieder komplett rund wird. Und eben auch, weil in der Runde da drauf Reliefstäbchen kommen, damit das auch gut aufgeht und gut aussieht, lassen wir in der nächsten Runde hier die Zunahmen einmal weg, aber die am Rand werden so gearbeitet wie gewohnt. Der Anfang ist wie immer, vier Luftmaschen, Arbeit wenden,
und wieder zwei Stäbchen um die erste Luftmasche drumherum. So, und jetzt machen wir ja wieder Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche im Wechsel und überspringen dabei immer ein Stäbchen. Das wäre dieses hier. Luftmasche, eine Masche überspringen und Stäbchen. Luftmasche. Ein Stäbchen überspringen und wieder ein Stäbchen. Immer so im Wechsel. So, wenn wir jetzt das nächste Stäbchen überspringen, landen wir hier an unserer Zunahmestelle und behandeln das jetzt einmal wie eine ganz normale Masche und häkeln um die Luftmasche drumherum ein Stäbchen, eine Luftmasche und überspringen wieder eine Masche. Damit hier auch wirklich keine Ecke entsteht, ne, dass das schön rund wird. Ja, jetzt machen wir noch eine Luftmasche und überspringen noch eine Masche. Hier oben werden wir jetzt wieder vier Stäbchen nebeneinander häkeln. Ohne Lücke dazwischen. Damit wir auf der anderen Zunahmestelle wieder vernünftig rauskommen. Das sind jetzt vier Stäbchen nebeneinander. Jetzt kommt eine Luftmasche und dann kommt wieder um unsere Zunahmeluftmasche ein Stäbchen, Luftmasche und ganz normal weiterarbeiten. In dieser Runde keine Zunahmen während der Reihe. Und das letzte Mal das letzte Stäbchen überspringen und wieder zwei Stäbchen um die Luftmasche, eine Luftmasche und ein letztes Stäbchen. So, jetzt sind wir mit unserer Basis für das Tuch fast fertig und es ist wirklich schön rund geworden. Jetzt kommt zum Abschluss eine Reihe mit Reliefstäbchen. Die können wir natürlich immer nur um Stäbchen drumherum machen. Und um die Luftmaschen, die wir hier zwischen den Stäbchen haben, da machen wir ganz normale Stäbchen. Das ist auch so gewollt. Das sieht nämlich dann ganz nett aus. Dadurch, dass das immer im Wechsel ist, sieht das hinterher aus, als hätte man da so kleine Perlchen drauf. Gar nicht so kompliziert, wie es sich jetzt anhört. Wir machen wieder unsere ganz gewohnten vier Luftmaschen, drehen die Arbeit um und machen unsere Zunahme. Und jetzt kommt wirklich um jedes Stäbchen ein vorderes Reliefstäbchen, um jede Luftmasche kommt ein ganz normales Stäbchen. Ein vorderes Reliefstäbchen funktioniert im Prinzip genauso wie ein Stäbchen, nur dass ich nicht durch meine Masche hier oben durchsteche, das nicht, sondern wir arbeiten um den Maschenkörper drumherum. Das heißt vorderes Reliefstäbchen, weil ich von vorne nach hinten um den Maschenkörper steche und wieder nach vorne komme. Und hole mir den Faden und arbeite das vom Rest genauso ab wie ein Stäbchen. Nochmal ein Umschlag, hier ist noch ein Stäbchen. Ich steche von vorne nach hinten um den Maschenkörper drumherum, hole mir den Faden einmal und masche das ganz normal ab wie ein Stäbchen auch.
Jetzt ist hier eine Luftmasche, da mache ich ein normales Stäbchen drumherum. Jetzt kommt hier immer im Wechsel vorderes Reliefstäbchen. Normales Stäbchen. Und auch hier machen wir jetzt keine Zunahmen. Dann haben wir eine saubere Kante. Spannend wird das eigentlich dann, wenn die Reihe zu Ende gearbeitet ist und wir drehen das Ganze um. Dann seht ihr das ganze Ergebnis. Ja, und wir arbeiten das also genau so, wie es uns die Maschen vorgeben. Ne? Also immer um ein Stäbchen, ein vorderes Reliefstäbchen, um eine Luftmasche, ein normales Stäbchen. Und hier, wo jetzt gleich die vier Stäbchen nebeneinander kommen, da machen wir auch vier vordere Reliefstäbchen direkt hintereinander. Ihr braucht euch auch keine Sorgen machen, dass wir da keine Zunahmen in den beiden Reihen gemacht haben während der Reihe. Das bleibt von der Form trotzdem vernünftig und ab der nächsten Reihe wird es sowieso wieder in die Breite wachsen. Also keine Angst, dass sich das irgendwie zieht. Sind wir bei unseren letzten Stäbchen angelangt. Da kommen natürlich auch wieder Reliefstäbchen drumherum. Und um die letzte Luftmasche, wie ihr das schon kennt, zwei Stäbchen. Eine Luftmasche und ein letztes Stäbchen. Hoch. Dass ich fast verloren hätte. Das muss natürlich da noch rein. So, Trommelwirbel. Wir haben unsere Basis fertig. So sieht das von der Rückseite aus. Und wenn ihr es umdreht, dann sieht das so von der Vorderseite aus. Das wird jetzt auch sozusagen immer meine Vorderseite bleiben. Wir werden jetzt im Anschluss fünf Reihen Blumenmuster drauf häkeln und fünf Reihen praktisch genau dieses System hier mit geometrischem Muster, also Stäbchenreihe, Stäbchen-Luftmasche-Reihe, immer im Wechsel. Dadurch, dass das eine gerade Reihenanzahl ist, also fünf Reihen Blumen, fünf Reihen geometrisch, haben wir insgesamt 10 Reihen und machen in der letzten Reihe, genau wie hier jetzt auch, diesen Wechsel zwischen vorderen Reliefstäbchen und normalen Stäbchen und haben also alle 10 Reihen hier wieder dieses Pärchenmuster, was ganz gut zu den Blumen passt und zu dem geometrischen, das sehr schön verbindet. Ja, damit ist die Basis fertig für das Tuch und dann kann es jetzt mit den Blumen losgehen.